Hallo, mein Name ist Markus Stipp und ich bin Mitgründer von NetDosis. Wenn Sie krank sind, dann gehen Sie zum Arzt und der Arzt verschreibt Ihnen ein Medikament. Beispielsweise dieses hier. Auf dem Beipackzettel steht, in welcher Dosierung. Bei Kindern hingegen steht hier häufig ein großes Fragezeichen. Das bedeutet, dass der pharmazeutische Hersteller keine klinischen Studien mit Kindern durchgeführt hat und es somit keine offiziellen Behandlungsempfehlungen gibt. Aber nur weil es keine Behandlungsempfehlungen gibt, heißt es nicht, dass dieses Medikament nicht auch wunderbar bei Kindern wirkt. Das bedeutet, dass der Arzt in seiner Entscheidung, wie er behandeln möchte, alleine gelassen wird. Und genau hier kommt NetDosis ins Spiel. Denn Ärzte behandeln tagtäglich Kinder und halten ihre Erfahrungen in eigenen Kitteltaschenbüchern fest. Dieses Wissen bleibt aber den Kollegen wie auch der Allgemeinheit vorenthalten. Und deswegen haben wir eine Plattform geschaffen, um dieses Wissen zusammenzuführen, aus der Wissenschaft wie auch aus den persönlichen Erfahrungen der Ärzte. Wir arbeiten deswegen jetzt schon mit Unikliniken und Fachgesellschaften zusammen, um eine qualitätsgesicherte Wissensbasis aufzubauen. Wenn Sie Arzt sind, dann melden Sie sich doch bei uns unter www.netdosis.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und wir bedanken uns auch beim Netzwerk Nordbayern bei der Unterstützung in der Ansprache von Investoren und in unserem Businessplan. Dankeschön.